Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Wir sind hier in der verlassenen Insel stehen geblieben mit den krassen Monstergegnern, die uns kaputt hauen. Wir haben schon zu viele Beleber Samen verschwendet. Und wir haben nur noch einen und das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ich muss gucken, wie ich damit auskomme. Aber hier gibt es auch keinen Gegner, keinen Bossgegner. Wüsste ich jetzt keinen. Aber ganz ehrlich, ich kann mich auch an diesen Ort gar nicht erinnern. Verlassene Insel, das sagt mir gerade einfach gar nichts. Also die Musik sagt mir ganz viel, aber so dieser Ort selber sagt mir nichts. Das Design sagt mir aber auch irgendwas. Aber ich kann es wirklich nicht, ich kann wirklich nicht meinen Finger drauf zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es kenne oder nicht. Und ich würde nichts Falsches sagen, deshalb sage ich lieber nichts. Und lasst uns einfach überraschen. Ich bin ja eh auf alles gewappnet. Ein Kampf um wegen des Pokémon. Ach, egal. Passt. Mir egal. Oh, Sinnelbeere. Ich brauch die. Gib mir her. Nice. Hat eine Sinnelbeere. Da ist Kikli. Boah, Kikli, Brother. Wie geht's? Und das ist er down. Hat schon Game Kikli jetzt gerade. Wäre schon nice. Oh, Hypno. Der war auch ganz gut jetzt gerade. Komm, komm, mein Team. Will er nicht. Okay. Mann, ich drück immer aus Versehen woanders hin. Verleiht seinem Träger über die Runden Erfahrungspunkte, auch wenn dieser nicht an Kämpfen teilnimmt. Das ist super. Das nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir gerne mit, Leute. Oh Gott, wie Nebulak von hinten aussieht. Einfach nur so eine schwarze Kugel mit so Rauch umgeben. Oh Gott, irgendwie cursed, aber... Er ist der Arzt da für dem Spiel. Und er ist super. Da könnt ihr nichts sagen. Der ist super. Da. Oh, Schlurp. Schlurp ist auch ein tolles Pokémon. Not gonna lie. Lickitung. Oder wie die Weiterentwicklung auf Englisch heißt. Licky Licky. Aber die hätten das ja nicht so nennen können. Die können ja kein Schlurpleck auf Deutsch einfach Lecken Lecken nennen. Licky Licky würde Lecky Lecken Lecken heißen. Und Lickitung wäre da dann leckende Zunge. Ich bin froh, dass sie ihn Schlurp genannt haben, ganz ehrlich. Hätten die den leckende Zunge genannt, wäre nicht so geil gewesen, glaube ich. Alter Junge, ihr macht so viel Damage. Oh Gott, ich hätte auch echt fliehen sollen. Obwohl, Pikachu, Raichu macht zweimal. Macht zweimal Angriff, das ist super. Ich weiß nicht, wo lang. Oh, ich laden. Bam, 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 bam. Oh, Erkenntnis haben. Yes, yes, yes. Wie geil. Yes, nimm GP, Mann. Kraftschuh brauche ich nicht. Half. Kann ich selber irgendwo finden, bestimmt alles. Weil den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weil ich habe beide nicht mitgenommen. Moment, ich kann die gerade nicht tragen. Merke ich gerade. Den nehme ich natürlich mit. Und den hier auch. Ich hätte den auch gerne. Komm schon. Wenn du in einem Dungeon Erkenntnissamen auf ein Pokémon anwendest, nimmt es den Zustand der Erkenntnis an und wird für eine Weile sehr stark. Es gibt auch Pokémon, die durch diesen Zustand ihre Gestalt ändern. Mega-Entwicklung nennt man das. Aurora-Schleier? Was ist das denn? Brauche ich nicht. Ich muss mal ganz kurz einen Apfel geben. Nom. In einem Happy Happy. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Oh Leute, Cashback. Ich habe 2 Cent zurückbekommen. Boah, um ihn gut. Das hat sich aber gelohnt. Dafür hole ich mir jedes Mal die App. Warum macht der Beutel eigentlich nichts? Der lädt sich da auf und macht nichts. Junge, das bringt dir nichts, da zu stehen. Die AI manchmal. Die ist super. Okay, die hast du mitgenommen. Super. Weiter geht's. Dab dab dum bum 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 bum. Aua, tut mir doch nicht so weh, Mann. Finde ich aber auch voll unsozial von dir, ey. Das gibt eine fette Anzeige. Oh, Magneton Level 39. Bibi, voll geil, Alter. Ja, finde ich auch. Kreideschrei, yo, Mann. Kreideschrei können wir gerne machen. Warum habe ich eigentlich Triplette nicht?
Moment, ich dachte, ich hätte Triplette. Müsste das nicht allein erlernen? Kreideschrei ist sehr gut. Senkt die Verteidigung sehr stark. Also normal stark, aber ja, stark ist schon besser als normal. Das wäre halt schon was. Hier, guck mal hier. Ich brauch dir beide nicht. Genauigkeit, Verteidigung. Ja, aber die sind beide eigentlich das gleiche. Nur, dass das hier schlechter ist als das. Deshalb machen wir Spiegel-Salve weg. Auch wenn ich es sehr geil finde, die Attacke. Machen wir gerade Schrei dafür rein. Dalam! So, und du gehst weg. Bam. Ciao. Tschaußen. Du. Nimm mal kurz irgendwann das Geld. Dankeschön, PK. Und keine Sorge, wir machen in dieser Folge noch einen Dungeon. Nicht nur diesen hier. Ich wollte gerade Stream wieder sagen. Junge, was ist los bei mir? Ich streame nicht. Ach, by the way, Stream, apropos Stream. Ich streame momentan fast jeden Tag auf Twitch. Hin und wieder auch Soulings. Mit irgendwelchen random Pokémon-Spielen, auf die wir gerade Bock haben. Aber auch momentan ganz viel Animal Crossing. Das nämlich nicht auf meinem YouTube-Kanal hochladen möchte. Und hier ist einfach ein Rätselhaus. Geil. Wing, genau. Nice. Gib her. Mach den kacke Samen weg. Junge, niemand braucht den. Ja, den trinken wir mal kurz, den Pika. Da kannst du trinken. Den Riesenapfel, den tauschen wir natürlich aus für einen normalen Apfel. Ist, glaube ich. Nein, nicht, ist ein großer Apfel nur. Egal, tauschen wir trotzdem aus mit einem normalen Apfel. Ich hasse es, wenn ich mich verklicke. So. Ich würde sagen, den Essen. Nee. Alles gut. Machen wir nicht. Und ich lasse die Truhen hier, Leute. Ich habe keinen Bock auf die. Da ist eh nichts Gutes drin. So, wohin genau wird unser Freund? Nice. Kommt sogar behalten. Was? Serientreffer gerade. Die bewirkt bei allen Teammitgliedern, dass bei Attacken, die ihr Ziel mehrmals in Folge treffen, kein Angriff daneben geht. Nice. Schon nicht schlecht. Als das einzige Pokémon in der Party wäre es kacke. So die Fähigkeit, ne? Aber bei so vielen Teammitgliedern, die wir gerade haben, ist das ziemlich gut. Gut. Wir nehmen gerade ca. 10 Minuten auf. Bodyguard. Das Pokémon ist vor negativen Zuständen geschützt. Der Zustand wird nach einer Weile aufgehoben. Alles klar. Komm, mach den Kampf hier Beeilung tun. Wer kämpfen da überhaupt? Ist anscheinend nichts Wichtiges. Oh Gott, ich habe Lilibas aufgeweckt. Oh oh. Das war gar nicht meine Absicht. Oh, Pikachu. Ey, ich meine natürlich Raichu. Alter. Was geht eigentlich gerade bei Amaldo ab? Ich belebe den jetzt mal, aber ich guck mal kurz. Was macht der denn? Was macht Amaldo da? Ey, Amaldo, komm her. Ich darf ihn halt nicht down gehen lassen, weil das ist ein Klient. So, erstmal kurz den Apfel, dann bin ich wieder voll. Da 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 di, da da di, da. Oh Gott, das sind noch mehr Ladybars, aber die ignoriere ich jetzt erstmal. Leute, wir haben noch so viel vor in diesem Spiel. Und, ich kann noch was ankündigen. Ich werde das Spiel 100% machen. Denn ich habe richtig Bock drauf. Oh, Ammonitas. Ammonitas, sorry. Und ich wollte noch was sagen, und zwar apropos Shinies. Es gibt zwar Shinies in dem Spiel. Ach ja, und Gen 4 Pokémon, muss ich auch noch was dazu sagen. Auf jeden Fall, Shinies. Es gibt zwar Shinies in dem Spiel, aber nur so 22 Stück oder so, glaube ich, waren das. 21, glaube ich, war das ungefähr. Ich müsste ein 21 gewesen sein. Und zwar nämlich alle Super-Boss-Gegner. Die können alle, ich glaube, zu ungefähr 10% Shiny sein. Aber haltet nicht mein Wort dafür. Ich weiß es gerade nicht. Das war jetzt gerade nur geschätzt. Und die werden wir alle sammeln.
alle Shinies. Ein paar von denen können auch Mega-Entwicklungen machen. Glitzer. Initiative. Guck mal bei meiner Initiative. Was wert denn hier? 77, 77. Komm, hier, Beep. Du darfst es halt gerne haben. Hopfspross. I like you, Hopfspross, aber du musst sterben. Und ich krieg dafür Level 45. Nice. So, und Gen 4 Pokémon. Ich habe ja gesagt, es gibt alle Gen 4 Pokémon. Das stimmt nicht. Es gibt nicht alle Gen 4 Pokémon. Es gibt nur die Gen 4 Pokémon. Bei Gen 4 war das ja so, dass viele Pokémon Weiterentwicklungen bekommen haben. Und diese Weiterentwicklungen, die gibt es. Aber ich glaube, außer ein paar Ausnahmen, gibt es sonst keine Gen 4 Pokémon. Achso, Amaldo muss erstmal neben ihm stehen. So. So, Amaldo kann jetzt abhauen. Und wir kriegen Bonus. Ich hoffe, das gibt viele Punkte. Und irgendwas Tolles, zum Beispiel der Kenntnissamen oder so, wie ich dafür sehen, ja. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen. Ich will den erstmal abschließen, den Dungeon. Dann können wir ihn verlassen, mein Freund, ja. Ach, komm. Kann Pika essen. Kein Bock. Hier wird es keine Belebersachen benutzen. Was? Weiter erforschen. So. Warum wird das immer gefragt? Oh, nice. Hier ist direkt die Treppe. Das freut mich. U12. Komm noch mit Treppe. Ah, schade. Oh, wie Pummeluff da liegt. Wie süß. Das, also, da allein für diese Animation müssen wir es eigentlich ins Team packen. Ich meine, come on, wann habt ihr so eine cute Animation bei einem Pokémon-Spiel zuletzt gesehen? Hm? Ja, dachte ich mir. Oh, ich liebe Kenntnissamen. Die sind aber richtig selten. Liegen. Sind eigentlich gut, aber die kann man farmen. Die kann man in den ersten paar Dungeons farmen. Da gibt es sie häufig. Genauso wie Äpfel. So die normalen Standard-Items, die man kennt. Die kann man da eigentlich ganz easy farmen. Weil die Dungeons sind ja einfach für uns. Und dann gehen wir einfach auf die Items zu. Das war's. So, Pummeluff. Komm in unser Team, bitte. Bist so niedlich. Ich kenne sogar jemanden, wo Pummeluff sein Lieblings-Pokémon ist. Wird wahrscheinlich das Video nicht sehen, aber fühle ich trotzdem gegrüßt. Was? Hat einer von euch, nee, das macht keinen Sinn, was ich fragen wollte. Egal, vergiss es. Ich wollte was richtig Dummes fragen. Egal. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwas Dummes sagen wollt und ihr mitten, nachdem ihr so, man sagt so, kennt ihr das? Oder man sagt irgendwie, kennt ihr das auch? Bin ich dumm? Mann. Bin ich gerade eigentlich... Ach, ich laber einfach gar nicht mehr. Ich laber einfach gar nicht mehr. Ich mache mich gerade zum Affen. Ich lasse es. Sorry, Leute. Ich mache mich gerade einfach gerade zum Affen. Wow. Cringe. Egal. Man kennt mich. Ich bin cringe. Ich bin immer cringe, Leute. Also, wenn ihr mal meinen Kanal abonniert und man keinen Cringe erwartet, was ist falsch mit dir? Mein Kanal besteht aus Cringe. Ich lebe nur, weil ich cringe bin. Deshalb lebt mein Kanal noch. Einfach, weil ich cringe bin. Nein, okay, das vielleicht nicht, aber... könnte trotzdem wahr sein. Ach Gott. Wo ist hier überhaupt die Treppe? Ich bin jetzt schon überall gewesen. Links, rechts, oben, unten. Start, Select. Überall war ich schon. Calcium. Moment, dann können wir es doch gleich mal trinken. Calcium kannst du trinken. Special Attack. Ja, gib's mir, ich brauch das. Ganz ehrlich. Ja, warte, der muss hier links sein, ne? Ja, wow, letzter Raum. Letzter Raum. Hm? Okay. Truhen will ich nicht. Ach, das war's schon. Ich dachte, es gibt 15. Oh,
Da habe ich mich dann vertan, Leute. Tut mir leid dafür. Aber, hey, wir haben neue Freunde hier auf unser Abenteuer kennenlernen können. Das ist super. Also die Folge jetzt schon wieder 15 Minuten ist. Magenfüller. Oh, ist das geil. Magenfüller ist eine richtig geile Fähigkeit. Ich brauche die Pikachu mal. Und wir haben zwischendurch mal ein Walti bekommen, aber egal. Komm, nimm mal mit. Das ist schon cool. Spezialband, was macht das? 200 Punkte? Na, war nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir nehmen mal eben ein paar mehr Aufträge an. Das macht, glaube ich, dann schon viel mehr Sinn. Guten Morgen, Philippa. Schönen guten Morgen, Philippa. Was haben Sie so für uns? Klonk, klonk. Himmelsturm. Ich glaube nicht, dass ich in den Himmelsturm nochmal freiwillig gehe demnächst. Obwohl, ich muss ja auch nochmal gegen Rayquaza kämpfen. So. Nehmen wir ein paar Aufträge an. Das wird easy. Das wird easy. Nice. Ja, warum nicht? Etwas Besonderes. Das wäre was. Beschwörbandana? Allein dafür würde ich es nehmen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh, den Rest brauchen wir nicht. Passt. Boing. Dum 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 dum. Ba. Ba, ba, ba. Moment. Haben wir Platz? Haben wir Platz im Winter? Sonst packe ich kurz. Moment, ich pass. Ich glaube, ich packe kurz ein paar Sachen weg. Das Spiel hat manchmal ein paar Ruckler. Nein, nein, Raichu. Nein, Raichu, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit Kangama reden. EP-Band brauchen wir nicht. Die Scope-Linse, die ist richtig gut, aber die brauchen wir nicht. Momentan nicht, zumindest. Trugschlag, brauchen wir auch nicht. Komm weg damit, brauchen wir nicht. So, ich guck mal ganz kurz beim Keklion-Shop vorbei. Ob der noch irgendwas Interessantes für mich hat, zum Beispiel irgendwie einen Brief oder so. Also eine Einladung. Oh, bei dem kann man auch nochmal vorbeischauen. Das sind gute Attacken. Aber ganz ehrlich, momentan brauche ich halt nichts davon. Wenn, dann kaufe ich halt nur das, was ich gerade brauche. Eine Einladung hat er, super. Den kaufen wir. Was hast du noch? Mobilorb. Versetzt alle Mitschreiter in den Schutzstand mobil, was dann möglich ist, dass sie sich auf der Ebene überall hin bewegen können. Okay. Brauchen wir nicht, aber danke schön. So, wir haben mega viel Geld. Stupidicat. Den geben wir erstmal wenig was. Wie viel möchte ich einzahlen? Na, war es noch nichts einzahlen. Moment. Wir zahlen gleich ein. Erstmal möchte ich aber. Boah, Pika, nein. Ein paar Camps kaufen. Welche kaufen wir denn? Ich würde gerne vom Preis her kaufen. Einfach random vom Preis her, glaube ich, kaufe ich. Ja, dann kommen wir an den Mystik-Seeboden. Alles klar! Tada! Danke. Zack, dann kaufen wir noch die Drachenzornhöhle. Für nur diese eine Entwicklungsform. Tada! Diddlidum-diddum. Der neue Dungeon Drachenhöhe steht jetzt für Erkundungen offen. Danke, Spiel. Ist ja nicht so, als hätte ich schon zu viele Dungeons, die ich noch erkunden muss. Den Plätscherfluss kaufen wir mal. Alles klar. Tada, tada. Babidi Bambarum. Machen wir weiter. Vulkankrater als nächstes und dann hören wir auf. Das reicht dann. Den Rest, da packe ich irgendwie 3K nochmal weg. Oder so.
Den Rest behalte ich, falls ich einen Keklion-Shop finde, dann will ich ja auch nochmal kaufen. Zack. Einzahlen. Ich möchte gerne einzahlen, ja. Wir zahlen, so viel ein. Nice. Exacto Mundo. Was habe ich bekommen? Moment, was habe ich bekommen? Ein Apfel, glaube ich. I don't know. Nicht wichtig. Wir machen weiter. Neuer Dungeon. Drachenhöhe. Wie groß ist denn die Drachenhöhe? 30. Huh. Das Overable, das ist cool. Das erinnert mich an das Artwork. Solarhöhle könnten wir machen. Wüstenregion könnten wir machen. Moment. Riesenschlucht ist kurz. Die machen wir. Wir machen die Riesenschlucht. Da wartet sich ein wichtiges Abenteuer. Du kannst vorerst keine Aufträge erledigen. Oh. Okay. Alles klar. Warte, das ist nicht der Great, wie hieß das? Doch, warte, Riesenschlucht, da waren wir doch schon. Aber warum müssen wir hier nochmal hin? Doch, Riesenschlucht, das war ja mit der Story, wo wir mehrmals hin mussten. Aber warum müssen wir jetzt hier nochmal hin? Ich habe gerade wirklich, es sind so viele Sidequests. Wir haben so viele Sidequests gestartet. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, mit welcher die hier verbunden ist. Ich weiß es halt gerade nicht mehr. Vielleicht war das die mit Pandir? Das kann gut sein, dass es die mit Pandir war. Wir machen alles wirrwarr. Machen das, was ich gerade Bock habe. Mit den Sidequests. Ich hoffe, das stört nicht. Das sind gerade so viele, ich kann nicht auf alles achten. Ich kann nicht achten, welche jetzt, ne? Weil ich jetzt wann dran kam. Kann ich halt alle wirklich nicht drauf achten. So, zack. Wir machen die alle eh One-Hit. Von daher ist ja eigentlich egal. Hubelupf. Haben wir noch nicht? Gerne. Ganz ehrlich, ich hoffe, wir finden Laden. Das wäre ganz gut, wenn wir einen Laden finden würden. Wo ist die Treppe, Mann? Dein Ernst? Wow. Ja, easy One-Hit. Wisst ihr auch mal, warum wir One-Hit machen? Das ist einer der ersten Dungeons. Falls ihr euch noch erinnert. Oh, nice. Pika Level 42. Oh yeah, voll cool. Ja, finde ich auch. Oh Gott, das war das ein super Gegner. Gegen den will ich kämpfen. Gegen den will ich kämpfen. Gegen den habe ich Bock. Der geht nur nach unten, deshalb folgen wir ihm mal. Das ist ein Ambidiffel! Ambidiffel ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe viele Lieblings-Pokémon. Und Ambidiffel ist eins davon. Hau doch nicht ab, Mann! Ja, jetzt hat er uns gesehen. Hau her! Bam! Er ist schon down. Den nehmen wir mit. Oh, wir das Spiel gerade ein wenig laggen tun. Brauchen wir nicht. Komm, weg damit. Du. Riesige Treppe. Nice. Ich möchte jetzt die Riesenschub, glaube ich, noch in dieser Folge zu Ende machen, weil es ist ja eh ein Early Game Dungeon. Deshalb sollten wir nicht lange für den brauchen. Alter, wir machen einfach 200 Damage bei dem. Das ist krass. Oh, Karpilz haben wir schon. Haben wir schon. Nein, danke. Tut mir leid, Bro. Freue dich nicht. Ist gegangen. Ciao. Zack, das habe ich. Oh, Noctuska wäre cool fürs Team. Noctuska ist allgemein ein mega cooles Pokémon, muss ich zugeben. Und keine Sorge, Leute, wir werden demnächst noch gegen Groudon und Rayquaza kämpfen. Nur nicht. Jetzt. Jetzt gerade nicht. Wow, jetzt gedacht. Nee, ganz ehrlich, ich möchte mir für den echt nicht Zeit nehmen, dass ich Level 50 oder so bin mit allen, weil das wird nicht einfach. Ich war ja schon bei den drei Vögeln am struggeln. Tatsächlich war ich bei Kyogre gar nicht mal so wirklich da am struggeln. Ich habe gedacht, da wird es viel schwerer. Aber gut, wir waren auch gut gelevelt und gut ausgerüstet, muss ich zugeben. Deshalb war alles paletti. Glitzer.
Glitzer, Glitzer, Glitzer. Gib her. Angriff erhöhen. Wer braucht das denn? Zack, zack, zack. Ich würde sagen, ich brauch's. Oder? Moment. Gib's auch mir. Komm. Dum, 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 dum. Hi Noctuska, wie geht's? Und bam, ciao. Tschüssen. Yes, Noctuska will bei uns sein. Wie cool. Ich finde einfach Noctuskas Design voll cool. Gibt's irgendwer, der Noctuska nicht mag? Also ganz ehrlich, wie kann man den nicht mögen? Das ist doch voll cool, Mann. Hättet ihr, by the way, Bock, wenn ich dann vorhab, alle Pokémon zu fangen, beziehungsweise zu rekrutieren, dass ich das in einem Livestream mache, so auf Twitch oder so, oder ich kann auch YouTube machen, aber ich glaube, Twitch macht mehr Sinn. Allgemein Livestreams mache ich momentan fast nur noch Twitch. Ich hoffe, das stört jetzt die meisten nicht. Ich weiß, bei vielen funktioniert Twitch nicht, bei mir auch nicht. Aber ich streame da trotzdem. Oder was heißt, es funktioniert nicht, es funktioniert schon, aber nicht so gut, wie es eigentlich sollte. Ist halt schon kacke, dort zu gucken. Weil man weiß, dass es auf YouTube viel besser laufen würde, mit dem Stream schauen. Aber Twitch ist halt eine bessere Website, bessere Plattform zum Streamen. Deshalb macht es halt einfach für mich mehr Sinn, dort zu streamen. Aber ich werde nicht nur dort streamen. Ich habe nämlich noch ein paar Livestream-Projekte vor. Animal Crossing ist zwar eins, das ich auf Twitch mache, aber ich habe noch andere vor, wie Dark Souls oder weiß was ich. MMOs. I don't know. Wir werden mal sehen, was ich so für euch habe. Wird schon cool, was wir hier noch auf YouTube machen. Ich vergesse euch nicht auf YouTube hier. Nur weil ich momentan sehr viel auf Twitch streame, heißt das nicht, dass ich gar nicht mehr auf YouTube streame. Auch wenn das momentan so wirkt, weil ich nur noch Mystery Dungeon hochlade. Leute, nachdem Mystery Dungeon durch ist, kommt da wieder andere Content. Ich möchte mich nur gerade auf diesen Content fokussieren. Ich liebe aber dieses Spiel. Und ich möchte diesem Spiel einfach eine faire Chance geben. So, ist einfach ein ganz normaler Apfel. Mehr brauchst du nicht. Bam. Tschaußen. Oh. Welcome back. See you soon. Welcome back. Dabadabambadum. Nice. Oh, Ariados. Sieht man auch nicht alle Tage. Dun, 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 dun. Na, okay. Eigentlich doch. Relativ oft. So, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch in dieser Folge riesig fertig machen. Und da ist ein Shop. Da wollte ich gern hin. Knuddeluff Orb. Den nehme ich mit. Wir haben ja schon wieder so viel Geld. Das ist echt krass. Dabei sammle ich immer nur so ganz wenig auf. Und da oben ist noch ein Samen. Ich guck mal ganz kurz, welcher Samen das ist. Ach. Nee, danke du. Brauche ich nicht. Bam, 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 bam. Kannst du irgendwann gerade trinken? Braucht es gerade jemand? Ah, Pika braucht es immer. Ladungsstoß. Ladungsstoß ist eine gute Attacke, aber hat viel zu wenig AP. Deshalb brauchen wir immer diese AP-Healer-Dinger. Okay, wie lange ging das hier nochmal? 13 Floors, Etagen? Ich habe vergessen, wie lange das hier geht. Ich habe das Gefühl, da oben ist ein Monsterraum, so viele Items wieder liegen. Ich meine, wäre mir eigentlich egal. Ne, ist kein Monsterraum tatsächlich. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Komm, diesen Sichtsamen brauchst du nicht. Den anderen Apfel lasse ich jetzt liegen. Und weiter. Und das war's. Okay. Story. Was gibt es? Welchen Grund hast du, mich aufzusuchen? Da. Das ist doch nicht etwa eine Klarfeder? Ich verstehe. Du willst etwas über das mythische Pokémon erfahren, ja? So sei es. Das mythische Pokémon, ich weiß. Nur wenig darüber. Ich kann euch jedoch dies mit auf den Weg geben.
Es gibt Pokémon, die mit dem Herzschlag der Welt leben, atmen und gedeihen. Sie wüten, wenn ein Vulkan zornig ausbricht. Brüllen im Einklang mit dem Grollen des Donners. Laufen mit dem Nordwind um die Wette. Man sagt, sie seien Schatten des mythischen Pokémon. Im Nordwesten liegt eine große Insel. Eine Insel, die Dreifeld genannt wird. Unter anderem befindet sich dort das Feuerfeld. Eines dieser Pokémon, einer der Schatten des mythischen Pokémon, lebt dort. Dein Weg führt zum Feuerfeld. Vielleicht erwarten dich dort die Antworten, nach denen du suchst. Bam, balalam, Feuerfeld freigeschaltet. Dankeschön, Xatu. Wenn wir in der nächsten Folge hingehen, mal schauen. Was ich euch sagen kann, ist, dass nächste Folge genauso geil wird wie diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch unterstützen. Abo wäre nice, wenn ihr neu seid. Und Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Haut rein und ciao, Leute.